Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Talk mit, zum allerersten Mal hier im Hotel Gütsch über den Dächer von der schönsten Stadt der Welt, mit dem vielleicht schönsten Mann von der Stadt. Wer weiß? Auf jeden Fall herzlich willkommen, Marco Kunz, Mundart-Musiker. Warum eigentlich? Ja, das ergibt sich. Ich glaube, wenn wir Musik machen, dann das hat man so in sich hinein, dann macht man das. Und dann der Stil ergibt sich von dem, was man gerne hört und gerne macht. Und dass der Folk ist, es ist so aus der Hand gelegen. Es müssen irgendwie etwas sein, das nichts mit Elektro zu tun hat. Das ist nicht so meins. Ich kann gerne Instrumente, die leben. Ich kann gerne Instrumente, wo Holz ist, wo warm ist. Und das ist halt ein Folk so mit akustischer Gitarre, mit Mandolin und mit dem Hackbrett, den wir haben. Ja. Jetzt bist du ja definitiv auch Singer-Songwriter, weil Fürschi hast du ja selber geschrieben und selber nicht produziert, aber mitgeholfen natürlich, zusammen mit einem Produzenten. Ist das also der nächste Schritt auch in deiner unglaublich spannenden Karriere? Also ich habe die anderen Alben noch einfach auch selber geschrieben. Es ist einfach noch mit dem Produzenten zusammen, zum Teil Lieder zusammengeschrieben. Hitmill ist ja das früher noch genau, gewesen. Genau, ja. Und jetzt habe ich einfach gesagt, bei diesem Album wollte ich das Papier einfach alles selber zu machen. Was ist so? Ist es einfach mehr cool zu gehen gar nicht? Mehr cool zu gehen nicht. Nein, es ist auch noch. Also die Band wird immer ein wichtigerer Teil noch. Es sind ja Jungs, die zum Teil auch dabei sind. Mhm. Und ich kann es einfach gerne, wenn sich die Musik halt auch nicht nur von mir, dass ich als Songschreiber, dass es auf der CD ist, sondern dass ich die Band auch dort ausleben kann und auch ihre Handschrift kann den Songs in der Hand. Das ist das in dem Album halt auch noch mehr. Und wenn man selber die Lied schreibt, und dann mit der Band oder den Arrangieren kommt natürlich sehr viel von den Jungs dort rein. Man merkt auch, dass die Band wichtig geworden ist, oder euch, nicht zuletzt optisch. Und Swiss Music Awards sind zu vierten euch mit einem unglaublich knalligen roten Anzug unterwegs gewesen. Also ist das bewusst, dass du wirklich eben dich nicht allein zeigst, sondern dass die Band auch merkt, hey, wir sind eben ein Viertel mindestens wert, was das Projekt Kunz, was Abelang. Ich glaube, das war immer so gesehen. Und jetzt von dem ist natürlich mit Swiss Music Award, mit der roten Anzug, wir haben die fürsten Filme gemacht. Ja. Und die sieht man so die ganze Kunstfamilie, wenn alles dort drin ist. Und die Band ist etwas für mich, ist ja klar, weil ohne Band würde es nicht gehen. Also ich allein wäre nicht so toll. Ja, klar, aber weißt du, Florian Ast oder weiß ich was, der Mark Zwei hat ja auch Band dabei. Aber die ist nicht so präsent. Gut, bei Mark Zwei vielleicht noch die Schwester. Aber die ist nicht so präsent jetzt wie euch. Es ist fast gut ein kleines Hechtchen oder was auch immer. Ja, nein, also es ist schlussendlich Mediensachen und das Foto und der Name, es wird immer alles bei mir laufen. Ich spiele doch der, der halt auch die Songs schreibt und es ist mein Name und es ist immer noch Kunz, es bin immer noch ich, aber die Band ist einfach, ich wollte mit dem machen sagen, Kunz ist nicht nur ich selber und die Musik, die ich jetzt mache, fürst, so wie es jetzt gemacht wird, das könnte ich allein nicht. Das ist die Band mega wichtig und die Jungs sollen auch ein Teil sein, ganz klar. Und es ist eine auswechselbare Band, die vielleicht bei anderen Einzelkünstlern besser machen kann. Also ich weiß nicht, wie lange es davor und schon mit einer aktuellen Band zusammenspielt. Ich glaube, es wechselt auch immer. Ob, ja, das gibt es immer Wechsel. Aber ich glaube schon, oder mein Ziel ist schon, dass man die Leute, die man zusammenspielt, dass es eine Einheit wird, Freunde sind, wo man zusammen auf die Bühne geht und zusammen mit Sachen erlebt und zusammen erschafft. Das ist einfach das schönste Gefühl, wenn man zusammen etwas erschafft. Ja, jetzt bist du geheiratet, gell? Da brauchst du schon Mann dann nebenbei, was sie ab und zu noch ein Bier trinken können oder so. Sonst bist du immer daheim. Immer daheim. Ja. Immer am Schauen, immer am Putzen, am Kochen. Aber wie ist das so? Wenn eben Musiker, jetzt, wie soll ich sagen, von unserer Warte her, die nicht täglich mit euch zu tun haben, haben das Gefühl, ja, eben, Konzert am Abend, Musik schreiben im Vorfeld. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Mega unterschiedlich. Also, das ist ja das grosse Plus, das ich finde. Ich kann nie einen Tag gehen, gleich wie der andere. Unter der Woche, also am Wochenende ist es immer voll mit, eben, man geht dann gleich mal also an Ort selber, macht Soundcheck, vielleicht noch, gibt noch eine Einladung von einem Radio und geht Hallo sagen, dann hat man ein Konzert und gerade jetzt bei der Tour ist für mich so Sonntag, Montag, ist einfach mal ausruhen. Das ist unglaublich streng für mich, so zwei, wir spielen da bis zweieinhalb Stunden und nachher bin ich einfach auch körperlich einfach kaputt und auch irgendwie ausgekotzt und so und dann brauche ich einfach mal ein bisschen Ruhe und so wo man schon Momente geht. Einfach so, es gibt sehr viele Sachen, die man organisieren muss. Es kommen immer neue Projekte, wo man Vorarbeit leisten muss. Und wir sehen ja vielfach einfach immer, gerade, wenn man ins Konzert geht, das ist jetzt da. Oder? Und die Vorarbeit, die man macht, das macht man alles vorher. Ob es ein Konzert ist, ob es ein Interview ist,
ob das ein neues Projekt ist, ob das ein Videoclip ist, das braucht immer extrem viel Vorarbeit und Organisation. Und natürlich noch üben. Also ich übe immer noch, mache immer noch gerne Musik. Während der Tour auch? Während der Tour auch, doch? Ja. Also, jetzt haben wir das Debriefing auch nach einem Konzert und sagen, schau, jetzt gehen wir in den Proberaum, den Song und das müssen wir besser anders machen. Nicht gerade so während der Tour, da sind wir nicht mehr Proben, das spielen wir so viel miteinander. Aber man hat einen längeren Soundcheck und findet, das letzte Mal nicht so gut, dann schauen wir das noch an und das schon. Wir hören die Aufnahmen natürlich und schauen, was ist gut war, was nicht so. Von der Stimmung her, wenn man ein Video hat, schauen, was hat funktioniert, was nicht. Das schon, ja. Und dann kommen auch noch so Blödsinnstöne, viel Zeit geht auf soziale Medien. Also alle die Posts, die man macht, ich mache alles selber. Die Internetseite mache ich alles selber. Wenn es Newsletter gibt, einfach, es gibt sehr viele so kleine Sachen, wo man vielleicht das Gefühl hat, ah, das macht irgendjemand im Hintergrund, aber dem ist nicht so. Also in der Schweiz machen das die mehr. Also, das ist schön, also, ich kann von mir machen das selber. Ja, so als Fan habe ich natürlich extrem Freude, wenn irgendwo das Feedback von dir dann auch kommt und nicht irgendein Management, das schreibt, toll warst du am Konzert. Also, das kommt wirklich von dir. Ja, nicht alles. Also, eben alles kannst du nicht kommen. Es gibt so viele Anfragen und so viele Nachrichten, die ich einfach nicht beantworten kann. Und das bin ich froh, wenn ich ein Team, das macht. Oder habe ich gewisse Dinge. Ja. Also, wenn jetzt Liebesbriefe kommen, dann ist das herzig, oder? Aber das ist meine Frau vor allem. Ist eifersüchtig. Das ist schon ein schöner Makirat. Mit dem musst du natürlich schon können umgehen. Kann Jenny damit leben? Sie ist so ein schöner daheim. Also, so schön bin ich jetzt erstens auch nicht und zweitens ist sie, ja, ja. Nein, sie, natürlich, sie ist nicht mit dem gewachsen, dem sie. Alles gut. Sagst du das alles, wenn etwas kommt, wo ein bisschen direkter ist als einfach, ich finde dich nice? Nein, wenn es mega lustig ist, gibt es auch Fans, dass ich lustige Sachen schreibe, dann schon. Aber es ist nicht. Was ich vielfach bei Rädern, aber es ist nicht nur mit anderen Leuten, ist, wenn ich Nachrichten bekomme, wo ein Herz geht. Es gibt doch sehr viele Leute, die schreiben, dass sie eine schwierige Zeit in ihrem Leben und irgendwie Musik kaufen. Und das freut mich halt einfach auch mega. Das gibt mir so eine gute Bestätigung. Und ja, zum Teil gibt es wirklich Sachen, die man wirklich beschäftigt, wenn man das durchliest. Und dann muss ich mit jemandem besprechen. Oder? Da bin ich froh, wenn man jemanden zulässt. Kannst du da auch helfen? Also, oder weißt, nimmst du die Zeit? Und wenn es wirklich so etwas ist, wo extrem nachgeht, also musst du dich gleich irgendwie schützen, weil es halt ja logischerweise auch. Also meistens komme ich Nachrichten über, wo Leute sagen, du hast mir schon geholfen mit deiner Musik, ja. Ich kann das durchstehen. Ja. Oder das Lied, das gibt mir extrem viel Kraft, dass ich wieder eben über den Berg komme. Ja. Und so. Und das ist mega schön, das gefällt mir. Also, auch bei jeder Musik, die Lieder schreibt und wenn die Lieder so gut ankommen, dass das Lied in einer Lebenssituation hilft, das ist etwas mega Schönes. Ja. Und sonst gibt es immer wieder Anfragen, ob ich irgendwo spielen kann und so. Ich muss meistens einfach absagen, weil es sind sehr viele Anfragen. Und die Zeit ist sehr begrenzt. Ja. Aber leider, wie es halt ist, das ist ein bisschen die Schattenseite des Erfolgs, wenn man so viel unterwegs ist, dass man halt für diese Sachen nicht mehr Zeit hat. Aber das verstehen die Leute eigentlich auch, weil eben, sie sehen, ich mache sehr viele Konzerte und es kommen sehr viele Leute. Und ja. Du machst Konzerte. Also, Konzerte, genau. Ja, was ich würde sagen. Und du weißt es auch, Leute, die bei mir wird an meinem letzten grossen Auftritt laufen, sprich an meiner Beerdigung, habe ich schon immer gesagt, weil das hat mich von Anfang an so fasziniert. Ich finde die Botschaft unglaublich schön. Und ich glaube, ich habe das auch gesagt, ich habe am Anfang nicht bis sicher gewesen, ob es um die Liebe geht oder um den Tod. Weil es hat so zwei, drei Sätze drin, wo für beides stehen können. Das finde ich unglaublich schön. Und so dann wirst du mich begleiten. Zum eigenen Hut. Da kann er es nicht helfen. Also bitte ich dich, drei Karten zu ziehen. Jawohl. Also eine. Sendung mit dem Mann, das ist schon mal so. Ja, die verraten es vielleicht, was du willst. Oh, sie ist wirklich. Was kommt denn da in den Sinn? Oder durch den Kopf, in den Sinn? Warten auf etwas, und zwar warten auf die Sendung, die jetzt schauen. Das können wir heute nicht mehr. Die Jungen können das heute nicht mehr. Es gibt für alles, das ist gerade im Internet. Und da hat man gewartet, bis Samstag oder Sonntagmorgen. Sonntagmorgen war es gerade gesehen. Von 11:30 bis 12 oder so. Und da hat man gewartet. Und es war immer gesehen, oh, was für ein Spruch und jetzt. Und das heitere Rote. Was für ein Spruch. Das ist grossartig. Das habe ich mega gerne gehört. Oder geschaut, besser gesagt. Ja, das ist wirklich das Internet von früher. Hat uns erklärt, um was es geht. Ja, und wirklich noch gut. Pippi Langstrumpf. Hey, das ist aber auch schön, ne? Pippi! Ich muss ehrlich sagen, ich bin nie ein grosser Pippi Langstrumpf-Fan. Aber auch Filme geschaut und so. Ich bin nie mega Fan gewesen, aber meine Großmutter. Das ist so herzig, die hat mich geliebt. Und sie hat in der Stube, hat sie so in der Stubentischli, ist recht noch am Fernsehen gewesen, also wenn man es gut sieht, ist sie am Stubentischli gekocht.
Schau jetzt, was sie da macht. Schau jetzt. Nein, das ist der. Schau, das ist der. Das ist mega herzig. Sie haben es bei Angst schon geschaut. Sehr schön. Und die letzte Karte mit dem schon wieder im Jassen quasi. Ja, genau. Ein bisschen Trumpf da zieht. Marilyn Monroe. Ui. Starke Frau. Aber ich glaube, auch ein durchs Schicksal. Wie so viele Hollywood-Stars haben, die so gross und grossen Druck stellen mit Drogen und so. Ich habe von ihr, als ich in Amerika mal war, ein mega cooles Poster gekauft, das ich immer aufgehängt habe, weil sie so am Gewicht stemmen ist. Ich mag mega starke Frauen, ich finde das mega super und ja. Du hast vorhin das Grossmami angesprochen, das heisst auch Heimend. Das war natürlich für mich ein grober Schlag, wenn ich gleich sage, der Marco zieht auf Zürich. Da sind wir jetzt eben wieder zu Luzern. Ja. Für mich ist Luzern. Also, weißt du, ich muss sagen, ich bin vorher dann schon sehr viel in Zürich gewesen, weil also, es mit Musik zu tun hat, jetzt gerade mit der Band und Management, Plattenfirma, viele Medien sind in Zürich und von dem her bin ich so 3 bis 4 Tage in Zürich gewesen in der Woche. Und das ist nicht anders, ich schlafe einfach mit Zürich. Ich bin aber immer noch so 10 für unter der Woche, probiere ich immer da zu sein, zum Üben und zum Lieder schreiben und zum Sport machen, zum Leute zu sehen, für mich Luzern schon. Das kannst du schon lernen, oder? Also dann, wenn es gut zu Zürich gehört, wird es lieber nicht. Ich gehöre nicht denen, wo meine Frau ist. Oh, lachen in die Ehe. Nein, es ist ja, wenn man heiratet, wenn man mit seiner Frau zusammenziehen und momentan ist es für sie einfach nicht sie denkbar, von Zürich wegzuziehen. Und das, akzeptieren und mein Wunsch ist schon lange angebracht, dass ich dann wieder mal von Zug auf Luzern will. Mit Familie kommt, das ist ja die grosse Frage. Wie sieht es aus? Die Frage. Wir sind noch gar nicht aus. Also, wir sind da noch nicht dran. Ja. Nein. Wir sind da wirklich entspannt. Vor allem das Jahr ist noch sehr viel los in Bitten. Und der nächste wird wieder ein ruhiges Jahr sein. Dann kann man mal schauen, was es gibt. Sind wir sehr gespannt, wenn du shooten wirst, wärst du mal aus Sursee, jetzt machst du Musik, bist du mal aus dem Mausee. Es ist schon verrückt, ja. Wie viel hast du denn aber noch ja, mit Mausee zu tun? Also, wie manchmal bist du dort noch? Ja, fast wirklich. Ah doch? Ja, mehr noch fast Sursee. Sursee Mausee ist halt meine Schwester und meine Eltern wohnen in der Region. Und ich bin eigentlich wöchentlich vorbeizugehen, das schon. Wenn du aber nicht auf der Bühne stehst, was machst du? Also eben, jetzt habe ich rausgehört, der Haushalt läuft über dich, Frau, ja 100% schafft, aber sonst. Es gibt ja doch Alltagssachen, aber eben auch Hobbys, Sport, ich weiß gar nicht, wie. Ja, ich mache sehr fest. Also ich muss mir wirklich auch jetzt momentan sehr gut vorbereiten. Die Tour geht, Konzerte sind sehr lang und wenn man rumkommt und singt, das sind einfach zwei Sachen, die halt gelungen sind. Ja, man muss sich ein bisschen fordern und für das gehe ich viel joggen, mache viel Sport, tue mich vorbereiten, auch entspannen. Unter der Woche einfach wieder mein Fokus ist immer das Wochenende. Shows. Ich habe die beste Show, die ich je gemacht habe, aber ich will jedes Mal. Und für das ein bisschen vorbereiten. Und dann, wie gesagt, eben Proben noch, wieder mal Leute gesehen, Sachen, die man am Wochenende macht, mal in unter der Woche. Und Sachen organisieren, Projekte, kommende Projekte. Aber was interessiert dich denn noch so? Weißt du, so ein bisschen wirklich mehr als Marco und nicht als Kunz? Natur, also ich, also sehr. Ich bin gerne in den Bergen aus, ich bin gerne in der Natur. Berglauf machst du ja, ne? Ja, ich kann schon müssen fluchen, es war echt hart. Ja, nein, mal schauen. Nein, ich mache schon noch gerne so Läufe, aber nicht zu grob. Also. Aber Berge sind gut, eben. Ich bin halb den Lauf auf 3 Uhr gelaufen mit der Familie und Freunden und dort eben geheiratet. Eben, damit das stimmt für dich. Also, du hättest dich jetzt nicht klassisch in der Hofkirche gesehen? Nein, ich kann sowieso nicht. Also, obwohl ich immer noch eine Steuer zahle und in der Kirche bin, aber in der Kirche rote. Nein, das heisst nicht für mich. Ich bin nicht so gläubig, dass ich das Gefühl habe, ich muss vor Gott irgendwie etwas machen. Also, das gar nicht. Reisen, eben, hast du angesprochen, bist auch eben Iran gewesen, früher ja. Schon, weiss ich was, Neuseeland und Brasilien, Zeug und Sachen. Was fasziniert dich an denen? Vor allem die Natur. Jetzt gerade bei Brasilien hat es halt mit dem guten Regenwald, bin ich schon mal gesehen, aber Brasilien hat mit dem Pantanal und so ein Sumpfgebiet, das sehr interessant ist, mega viel Vögel, die cool sind und halt Kultur. Das ist das, was Iran, das ist mindblowing, das ist etwas ganz, wirklich ganz anderes, wie es im Westen ist. Und das, was man sieht, ist hochinteressant und auch erfreulich gesehen und zum Teil auch komisch natürlich. Unser Freundebuch steht noch was gerne mal
oder Richtung Afrika eben, möchtest du gehen, ja. Im Kongo. Ja. Warum denn das? Ja, es gibt die Berggorillas, wo es nur noch ganz wenige hat und die kann man, also erstens kann man wandern, das mache ich ja gerne, man ist draußen in der Schule und ich kann irgendwie so Tracking machen und dann die anschauen und das ist, also die in freier Wildbahn, das ist für mich das absolute Nobelsuch. Nur wenn ich am Reh sehe, bin ich so, finde ich so, ja, 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 bin ich grossartig. Ja, also gerne Tier. Sehr. Und Italien ist auch ein grosses Thema. Italien geht immer, schreibst du da. Italien war im Sprachunterhalt und so. Also ja, und ich rede eigentlich also immer wieder. Ich bin immer noch ein bisschen Mühe mit Italienisch schreiben. Und es ist, deine Songs auf Italienisch machen? Nein. Ticino und auf Italien. Jetzt ist der Horizont schon beschränkt, oder? Mit der Deutschschweiz. Ja, das ist okay. Länger. Das ist ein guter Horizont. Ja. Ich schreibe die Lieder ja in der Sprache, wo ich fühle und bin. Und das ist Mundart. Und momentan ist das sehr gut. Und Italien ist für mich einfach rein kulturell aus, ein anders, ist ein bisschen lockerer und es ist halt meine Sonne, das Essen ist unglaublich gut. Und da habe ich auch reingeschrieben, was mein Lieblings, was ich am liebsten mache, das ist Essen und Trinken. Und das kann man in Italien einfach mit Götter. Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ich dich so anschaue, hast du gesagt, du sagst nicht den schönen, aber wenn ich schaue jetzt die Augenfarbe zum Hömmli zum Beispiel kombiniert, die Hosenträger gehören zu dir, optisch machst du immer eins anfallen, also wie eitel. Ja, du siehst natürlich einfach nur immer so, aber manchmal schlafe ich einfach mit dem Schlabberlook. Schlabberlook kommen, natürlich, ja, wenn ich keine Lust habe. Ich bin schon, also es ist eitel, ich wollte schon angelegt aussehen, aber ja, man, wahrscheinlich weiß ich, ich sehe schon eitel. Fürschi heisst dein aktuelles Album, mit Fürschi bist du noch auf Tour, noch bis Ende Mai. Wie Fürschi bist du im Leben? Mit den letzten vier Alben seit 2014? Ja, also sehr. Wenn ich jetzt überlege, 2014 mit dem ersten Album gekommen sind, das sind jetzt 5 Jahre. Und was dort gegangen ist, ist ja ist unglaublich. Also ich kann jetzt zur Zeit von der Musik leben, das habe ich dort auch nicht können. Und wir haben eine super coole Band, haben jetzt können, um das cool zu eine Gruppe, eine Familie, eine Crew aufgebaut, wo einfach alles tolle Menschen sind. Und es einfach jeden Tag irgendwie Spass macht, mit denen zusammen zu arbeiten. Und alle gehen den gleichen Weg und wollen das Gleiche haben. Das ist mega schön. Mag dir von ganzem Herzen gönnen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ist ja nicht selbstverständlich. So. Auch Gesundheit, ich rede immer so ein bisschen darüber. Aber auch das ist es gut, was man hoffentlich tagtäglich darf schätzen. Am Schluss noch entweder oder. Wenn wir beim Essen waren, sind Teigwoche oder Luzern ein paar Städtchen? Pastetli. Warum? Ich liebe Pastetli. Ja, vor allem die im Rössli zu malen sind. Die sind einfach, ich weiß nicht, was der dort macht. Da tut TikTok irgendwie so 4 Stab rein. Ich kann dir mega gerne. Speed Flash hat die erste Band heisst, auf Englisch gesungen. Darum Coldplay oder Rammstein? Coldplay. Von der Musik einfach. Das ist so positive, gute Musik. Kann ich gerne. Natürlich hätten wir noch gerne gewusst, ja, eben, mit Zähne gibt es ja. Natürlich. Also liebe Frau Kunz, irgendwann schon mal. Wäre also, hätten wir euch gerne da bei uns. No pressure, irgendwann schon mal, genau. Und Schluss vielleicht noch, damit wir musikalisch noch etwas haben, Helene Fischer oder Frasen Jordi? Das ist schwierig. Ich würde sagen Helene Fischer, weil sie doch noch mehr Pop drin hat. Und ja, aber nicht gerne Frasen. Dann gebe ich dir gerne noch unser Gästebuch für einen Eintrag. Sagen danke mal, Marco. Toi 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 mit deiner Kunstfamilie. Ich freue mich, dass du den Weg hier in die Bar vom Hotel Gütsch gefunden hast. Und weiterhin alles Gute. Ich bin Blieter Ali Wolf. Danke mal fürs Zuschauen, Zuhören. Uns kann man auch folgen auf YouTube, natürlich auf talkmit.ch, also in der Web und auch in den Social Media Kanälen sind wir präsent. Ich wünsche eine gute Zeit. Passt aufeinander auf. Nehmt es gut.